الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So. Wir kommen heute zum Thema die Auswanderung des Propheten عليه الصلاة والسلام von Mekka nach Medina. Und diese Auswanderung ist ein gewaltiges Kapitel in der muslimischen Geschichte. Und in dieser Geschichte gibt es so viele Lehren, die wichtig sind für uns, liebe Geschwister. Es reicht dabei erstmal zu erwähnen, als Vorwort, dass ihr euch bewusst sein müsst, dass unser Datum nach der Hijra geht. Die Araber haben zur damaligen Zeit, immer wenn es gewaltige Ereignisse gab, haben sie gesagt, so und so viele Jahre zum Beispiel nach Amul Fil, nach dem Jahr des Elefanten. Als Abraham mit seinen Elefanten zerstört wurde, haben sie gesagt, so und so viele Jahre nach Amul Fil. Oder wenn es ein Erdbeben gab oder irgendein gewaltiges Ereignis, haben sie gesagt, so und so viele Jahre danach. In der Zeit, als Umar al-Khattab, radiallahu anhu, Khalif gewesen ist, ungefähr 16 bis 17 Jahre nach dem Verscheiden des Propheten, alayhi salatu wassalam, hat sich das Islamische Reich sehr stark ausgebreitet. Das Islamische Reich hat sich sehr stark ausgebreitet. Und es wurden Briefe hin und her geschickt. Und dann kam es manchmal zu Missverständnissen. Im Schaban mache dieses und jenes. Ja, in welchem Schaban? Ist das jetzt schon vergangen? Weil ihr müsst euch vorstellen, es war ja damals mit der Post nicht wie heute mit der Post oder mit einer Mail, die an einem Tag oder zwei Tagen ankommt. Sondern es kann theoretisch sein, dass ein Bote aufgehalten wird und man weiß nicht mehr. Deswegen hat Umar al-Khattab mit den Sahabern abgestimmt und das zeigt wieder, wie sie sich abgestimmt haben, was es dort für Kooperation gab, wonach sie gehen, nach welcher Rechnung. Und da wurden verschiedene Sachen aufgezählt, zum Beispiel römischer Kalender, zum Beispiel persischer Kalender, zum Beispiel Geburt des Propheten, zum Beispiel Ba'athatu Nabi, also als der Prophet erweckt wurde, oder Wafatu Nabi, oder als der Prophet a.s. verschieden ist. All diese Dinge wurden vorgeschlagen. Und wir wissen auch, es gab so viele gewaltige Ereignisse in der Geschichte des Islam. Yom Furqan. Was ist Yom Furqan? Die Schlacht von Badr. Als die Muslime die Schlacht von Badr genannt haben, dieser Tag wurde Yom Furqan genannt. Aber sie haben sich darauf geeinigt, die Hijra als den Anfangspunkt zu nehmen. Die Hijra. Die Auswanderung des Propheten a.s. Warum? Weil dies der Anfang von Tamkin des Islam war. Dass der Islam eine feste Stellung auf der Erde bekommen hat. Denn direkt nachdem der Prophet a.s. in Medina angekommen ist, hat er angefangen, einen islamischen Staat zu gründen. Leider ist der Begriff islamischer Staat durch einige Leute und ihre falschen Taten heute sehr in ein schlechtes Licht gerückt worden. Das ist ein großer Schaden. Ja? Weil ein islamischer Staat zu haben, ist etwas Positives. Aber nach Islam und nicht nach Mord, Lust oder irgendetwas anderem. Auf jeden Fall. Wann begann es mit der Hijra? Die Hijra, die Auswanderung von Mekka nach Medina, begann allgemein nach dem Treueeid von Aqaba, nach dem großen Treueeid von Aqaba, beziehungsweise der zweite Treueeid von Aqaba, wo 75 Personen, Sahaba, aus Medina, aus Yathrib, wurde das damals genannt, dort dem Propheten den Treueeid gegeben haben, ihm zu helfen, ihn zu unterstützen, egal unter welchen Situationen. Es gab auch schon welche von den Sahaba, die vorher schon ausgewandert sind. Zu diesen Sahaba gehört Abu Salama und Salama. Und ich werde inshallah einige Geschichten erzählen von Sahaba, die ausgewandert sind. Um das kurz zusammenzufassen. Salama und Abu Salama sind ausgewandert. Und kurz nachdem sie aus Mekka hinaus sind, wurden sie aufgehalten. Und die Familie von Salama wollte die Tochter daran hindern, dass sie auswandert.
wollte die Tochter daran hindern, dass sie auswandert, und sie haben ihr verboten, mitzureisen, und sie an sich gerissen, sodass Abu Salama selber reisen musste. Dann kam die Familie von Abu Salama und wollte das Kind von Salama haben. Die haben gesagt, das Kind gehört zu unserem Stamm, weil der Vater ist Abu Salama. Und so kam es, dass Salama circa ein Jahr lang zurückgehalten wurde und sowohl von ihrem Mann als auch von ihrem Sohn getrennt war. Im Endeffekt war es so, dass es dann einige Leute gab, die Mitleid hatten, sodass der Sohn zurückgegeben wurde und sie am Ende ausgewandert ist durch die Hilfe eines Käfirs zur damaligen Zeit, Uthman ibn Talha, radiallahu anhu, der hat später den Islam angenommen, der ihr geholfen hat, nach Medina auszuwandern, mit ihrem Sohn dann. Aber sie war ein Jahr unter kompletter, in einem kompletten Stress gewesen, in einer katastrophalen Situation, vom Mann getrennt, vom Sohn getrennt, getrennt von allem. Und dies zeigt erstmal die Aufopferung, die die Sahaba auf sich genommen haben für diese Hijra, für diese Auswanderung. Eine andere Geschichte ist Suhaib Rumi. Suhaib Rumi war jemand, der nach Mekka gekommen ist. Er war eigentlich kein Römer gewesen. Er war als Sklave, ist er unter den Römern aufgewachsen und konnte deswegen auch die Sprache der Römer besser als Arabisch. Und ist dann als Sklave nach Mekka gekommen. Am Ende ist er frei geworden und hat sich viel Reichtum angesammelt. Als er auswandern wollte, sind sie ihm hinterher und haben gesagt, du kannst hier nicht auswandern, du bist hier hingekommen als armer Mann, bist hier reich geworden, du musst deine Sachen hier lassen. Es gibt verschiedene Überlieferungen, was genau passiert ist. Es gibt verschiedene Überlieferungen in der Sira, was genau passiert ist. Es gibt einige Überlieferungen, dass er ihm gezeigt hat, wo er seine Reichtümer hinterlassen hat. Und andere, dass er mit 10 Kamelen rausgegangen ist, die bepackt waren mit seinem Hab und Gut. Und sie alles von ihm weggenommen haben und er sogar sein letztes Kamel abgegeben hat und seinen Mantel abgegeben hat und dann selber gegangen ist. Das heißt, er hat alles abgegeben. Den ganzen Reichtum, den er angehäuft hat, hat er für diese Hijra aufgegeben. Dies zeigt wieder die Aufopferung der Sahaba für diese Hijra, um dem Propheten a.s., um dem Befehl des Propheten a.s. zu folgen. An dieser Stelle, Suhaib Rumi sollte hier ein Vorbild sein für die Muslime in diesem Land. Denn viele sind hier hingekommen als arme Leute, sind reich geworden. Und wenn es heute heißt, was machst du für deine Religion? Bewegen sie sich nicht, weil sie Angst haben, ihren Reichtum zu verlieren. Denke immer daran und merke dir diese Regel von Suhaib Rumi radiallahu anhu. Tue das, was richtig ist. Und richtig ist das, was der Prophet a.s. befohlen hat. Und tue nicht das, was dir so erscheint, als wenn du dadurch einen weltlichen Vorteil hast. Denn was sagte der Prophet a.s., als er später von Suhaib Rumi gehört hat, radiallahu anhu, er sagte, Rabiha Suhaib. Das heißt, Suhaib, der hat sozusagen, Ribh, das ist so wie gewonnen, also Gewinn gemacht, der hat Gewinn gemacht. Ja? Wenn ich zum Beispiel einen Handel mache und mache Gewinn, das ist Ribh. Ja? Das heißt also, Suhaib, der hat Gewinn gemacht, der hat gewonnen dadurch. Das war sein Gewinn, den er dadurch hatte. Das heißt, er hat zwar äußerlich alles aufgegeben, aber für was? Für Allah subhanahu wa ta'ala. So, dann gibt es eine andere Geschichte von Ayyash. Ayyash, der ist ausgewandert und als er in Quba angekommen ist, kurz vor Medina, ist Abu Jahl mit einigen Leuten, weil Abu Jahl war mit ihm verwandt hinterher und hat ihm gesagt, deine Mutter, sie kämmt sich nicht mehr, weil du ausgewandert bist. Und sie steht in der Sonne und legt sich nicht mehr in den Schatten. Und er hat versucht, ihn ein schlechtes Gewissen zu machen, mit der Mutter zurückzubringen. Und so ist Ayyash zurückgekommen. Unterwegs auf dem Weg haben sie ihn ausgetrickst. Und so wurde er dann später gefoltert.
Und am Ende gab es für ihn trotzdem noch einen positiven Ausgang. Das ist das andere Beispiel. Dann gab es Umar al-Khattab. Alle Sahaba sind geheim ausgewandert. Man hat sie irgendwo auf dem Weg erwischt. Umar al-Khattab war anders. Umar al-Khattab hat seine Sachen gepackt, ist um die Kaaba Tawaf gemacht. Dann saßen dort die Quraysh mit ihrer Ansammlung. Da ist er zu denen hingegangen, hat gesagt, möge Allah eure Gesichter hässlich machen. Wer ein Problem haben will, sieht mich da hinten im Tal, dann wird seine Mutter sein Kind verlieren und seine Frau wird Witwe und so weiter. Und keiner ist gekommen, hat sich getraut. So. Was lernen wir erstmal hier raus? Wir lernen hier erstmal raus eine Individualität. Je nachdem, wie eine Person ist, wird sie behandelt. Wir sehen hier Vertrauen auf Allah, wie mit Suhaib Rumi, dass er darauf vertraut. Weil wann wird mein Vertrauen, mein Tawakkul auf die Probe gestellt? Wenn es so aussieht, als wenn ich dadurch einen weltlichen Verlust habe. Dann lernen wir hier Aufopferung für die Sache Allahs. Und was lernen wir noch? Wir lernen, dass es am Ende immer einen Ausweg gibt. Am Ende gibt es immer einen Ausweg. So. Und die Individualität, liebe Geschwister, ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Warum ist die Individualität so wichtig? Ich merke sehr oft in bestimmten islamischen Bewegungen, jeder will, dass man es so macht wie er. Ja? Derjenige, der Hadith-Gelehrter ist, der denkt, alle müssen Hadith-Gelehrte werden, so ungefähr. Ja? Derjenige, der sich für humanitäre Hilfe einsetzt, der denkt auf einmal, es gibt nur noch sein Projekt. Jemand, der eine Heirats... Damals kam jemand zu mir mit einer Heiratsvermittlung. Ja, wir müssen eine Heiratsvermittlung machen, ansonsten die Jugend, die macht Sina und hin. Der hat nur noch seine Heiratsvermittlung im Kopf. Dann habe ich mich etwas zu spät bei ihm gemeldet, nach seiner Auffassung, weil ich gerade ganz andere Sachen im Kopf hatte. Dann hat er mich total beschimpft. Da habe ich gesagt, mach deine Heiratsvermittlung alleine. Du musst dir erstmal Benehmen angewöhnen, wenn du willst, dass ich mit dir zusammenarbeite. Und inshallah wird bald, ja, wie gesagt. Das ist erstmal Individualität. Umar ist anders als Ayyash. Und Ayyash ist anders als Salama und Suhaib ist anders als Umar. So. Was passiert jetzt? Die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Warum wollten die Quraysh, die Mushrikun überhaupt, dass die Sahaba nicht auswandern? Normalerweise müssten die doch froh sein, wenn die weg sind. Super. Arrivederci. Tschüss mit euch. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Es erzählt uns keiner mehr, wem wir anbeten müssen. Es erzählt uns keiner mehr, wir dürfen nur Allah alleine anbeten. Gut, dass ihr weg seid. Tschüss. Aber ihr müsst wissen, dass die Leute, die gegen die Botschaft sind, jemanden haben, der ihnen etwas einflüstert. Yuhawifuhum. Der ihnen Furcht einflößt. Das ist auch der Shaitan. Und ihnen war auch klar gewesen, wenn der Prophet a.s. nach Medina auswandert, die Aus und Khazraj sind ein kriegerisches Volk. Und Medina hat einen natürlichen Schutz. Denn östlich und westlich von Medina ist voller Vulkanberge, wo es kein Durchkommen gibt. Und im Süden davon ist alles voller dichter Palmen. Das heißt, man kommt nicht durch. Es hat praktisch... Wie andere beispielsweise eine Stadtmauer bauen, so hat man Medina eine natürliche Stadtmauer gehabt. Dann haben sie sich gesagt, wenn er dort den Durchbruch schafft mit der Dawa für ganz Arabien, was passiert dann? Sie haben wirtschaftlich davon gelebt, dass die Leute nach Mekka gekommen sind und dort Götzen gekauft haben, gepilgert sind zu den einzelnen Götzen, 360 Götzen, die sie um die Kaaba rumgestellt haben. Das andere ist, er könnte zurückkehren nach Medina, nach Mekka, von Medina nach Mekka und uns erobern. Ist ja auch später passiert. Das heißt, und die nächste Sache ist, auf welchem Weg liegt Medina? Medina liegt nördlich von Mekka. Das heißt, die Reise, sie hatten zwei Reisen, wo sie großen Handel geführt haben. Shita'i wa Saif, Rihlata Shita'i wa Saif, die Reise vom Winter nach Scham und vom Sommer nach Scham und vom Winter nach Jemen. So haben sie ihren Handel geführt. Und
Medina ist praktisch auf der Straße Richtung Scham, weil sie Richtung Norden reisen müssen. Und das war für sie ein großes Problem. Das heißt, die haben Angst gehabt um ihre Handelsroute. Weil, wie gesagt, Scham, Syrien, Palästina etc. ist nördlich von Mekka und auch Medina ist nördlich von Mekka. Und deswegen liegt das praktisch auf der Route. So. Jetzt, was haben die gemacht? Die mussten jetzt was tun. So viele sind ausgewandert, also haben sie geplant. Sie haben Pläne geschmiedet. Sie haben sich getroffen in Dar al-Nedwa. Es war wie das Parlament gewesen. Haben gesagt, was machen wir jetzt gegen den Propheten a.s. und die Sahaba, was machen wir jetzt? Und da gab es verschiedene Vorschläge. Einmal der Vorschlag, wir halten ihn fest, wir sperren ihn ein. Da meinten welche, wenn wir ihn einsperren, dann kommen seine Gefährten und befreien ihn, dann gibt es ja einen Aufstand. Andere meinen, ja, wir vertreiben ihn einfach. Ja gut, wenn er vertrieben wird, dann geht er nach Medina und dann ist er ja auch dort. Und dann gab es den Vorschlag, ihn zu töten. Ihn zu töten. Und jetzt mussten sie einen Plan haben. Wie können sie ihn töten? Der Prophet a.s. gehörte zu Benu Hashim. Und hätten sie ihn getötet, diese Stämme, auch wenn Benu Hashim im Großen und Ganzen den Islam nicht angenommen hat, hätten sich das nicht gefallen lassen von der Familienehre her, dass jemand ihren Mann tötet. Das ist Familienehre. Wie, du kommst zu mir und meinen Neffen, meinen Sohn, meinen tötest du? Oder hätte es einen Krieg gegeben? Also hatten sie eine Idee gehabt, und zwar, dass sie von jedem Stamm einen Jugendlichen nehmen und gleichzeitig zustoßen, wenn er bei sich zu Hause rauskommt. Und sie wussten, wann er morgens rauskommt, um bei der Kaaba zu beten. Das war ihr Vorhaben. Weil dann wäre was passiert, Benu Hashim hätte nicht mit allen Stämmen auf einmal Krieg annehmen können. Und sie hätten akzeptieren müssen, die Blutschuld, dass ein Blutgeld bezahlt wird. Und das hätten sie sich locker zusammengetan. Und das war ihr super Plan gewesen. Die haben geplant. إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Als diejenigen, die ungläubig sind, gegen dich geplant haben, dich festzuhalten oder dich zu töten oder dich zu vertreiben. Und sie planen und Allah plant. Und Allah ist der beste Planer. Deswegen merkt euch eins. Merkt euch diesen Vers. Dieser Vers ist spezifisch für den Propheten a.s. herabgesandt worden, aber er hat eine Bedeutung bis heute. Wenn du auf dem Weg bist vom Propheten a.s., merke dir, egal was sie planen, Allah ist der beste Planer. Wallahu ma'asabirin. Allah ist mit den Standhaften. Inna Allah yudafi anil ladina amanu. Allah verteidigt die Gläubigen. Merkt euch diese Regel, liebe Geschwister. Wenn ihr euch diese Regel merkt, werdet ihr so viel Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und ihr werdet inshallah einen Iman bekommen, dass ihr ohne mit der Wimper zu zucken durch die Wände rennen könnt. Merkt euch das. Egal was sie planen, Allah ist der beste Planer. Und Allah ist mit den Gläubigen. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Es ist unsere Pflicht, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Okay, jetzt. Was passiert jetzt? Sie haben diesen Plan gehabt, am 26. Safar, im 14. Jahr, nachdem der Prophet entsendet wurde. Safar ist der zweite Mondmonat. Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani und so weiter. Das war der 12. September 622. Sie haben diesen Plan gehabt, ungefähr zur Zeit von Duha, das heißt nach dem Fajr-Gebet in den Morgenstunden. Was ist sofort passiert? Jibril kam sofort zum Propheten a.s. und hat ihm davon berichtet und hat ihm die Erlaubnis gegeben, auszuwandern.
hat ihm die Erlaubnis gegeben, auszuwandern. Es wird überliefert, dass der Prophet gesagt hat, wer wandert mit mir aus? Weil er schon wusste, dass Abu Bakr unbedingt mit ihm auswandern will. Und dass Jibril gesagt hat, Abu Bakr. Das heißt also, dass das von Allah befohlen wurde, dass Abu Bakr mit ihm auswandert. Auf jeden Fall. Der Prophet a.s.w. fängt sofort an mit Sicherheitsvorkehrungen. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, liebe Geschwister. Wir dürfen keine blinden Leute sein. Wir haben eben über Vertrauen auf Allah geredet, aber hier wird das richtige Vertrauen auf Allah richtig dargestellt. Denn Vertrauen auf Allah ist nicht, dass ich einfach durch die Wand renne, wie ich eben gesagt habe, sondern bedeutet in erster Linie, dass ich die weltlichen Mittel nutze, die mir zur Verfügung stehen, die halal sind. Der Prophet a.s.w., ihm wurde gesagt, La tabit hadhi laylata fi firashik alladhi kunta tabitu alayh. Dem wurde gesagt, schlafe in dieser Nacht, also in der nächsten Nacht, die kommt, nicht in dem Bett, in dem du schläfst. Was macht der Prophet? Er ging zur heißesten Zeit des Tages, ging er zu Abu Bakr. In der Zeit, wo die Straßen leer sind. Die Leute, die in arabischen Ländern sind, die kennen das vielleicht. Ja? Gerade nach dem Dhuhr-Gebet, wenn es besonders heiß ist, ist meistens Ruhe auf der Straße. Ist nicht viel los. Ja? Zur heißesten Zeit des Tages ist erstmal alles leer und dann wird später wieder voller, weil die Leute sich in dieser ganz heißen Zeit nicht bewegen können. Es ist zu heiß. Und jetzt ging der Prophet a.s.w. zu Abu Bakr. Und er hat sein Gesicht zugemacht, damit man ihn nicht kennt. Das heißt, zwei Sicherheitsvorkehrungen. Erstmal, er geht zu der Zeit, wo kaum einer draußen ist. Und er geht und hat sein Gesicht verdeckt und geht zu Abu Bakr. Obwohl die ja noch gar nicht wissen, was los ist. Die wollten ihn töten nach 24 Stunden ungefähr. Ja? Also in der Nacht, wenn er rausgeht. Ja, warum? Weil ihr müsst das verstehen, sie müssen ja erstmal die ganzen Leute zusammenbekommen von jedem Stamm ein, das müssen sie jetzt auch erstmal organisieren. So haben sie sich vereinbart, dass also wenn er nachts rausgeht vor Fajr, dass sie ihn dann töten. So, jetzt was passiert? Also zwischen Isha und Fajr in der Nacht halt, ja, wenn er rausgeht. Jetzt was passiert? Er geht zu Abu Bakr und Abu Bakr wundert sich. Er sagt, es muss irgendeine wichtige Angelegenheit sein. Der Prophet a.s.w. kommt normalerweise nicht in dieser Zeit. So. Und dann sagt der Prophet a.s.w. zu ihm, erstmal, als er kommt, achrij min indak. Schicke raus, wer bei dir ist. Dann sagt Abu Bakr, es ist nur deine Familie. Weil er war schon mit Aisha, gab es schon den Ehevertrag etc. Auf jeden Fall. Das zeigt erstmal eine Sache und das erlebt ihr sehr oft in der Sira, dass der Prophet a.s.w. Sachen, die mit Sicherheit zu tun haben, nur zwischen sich und ein oder zwei Personen lässt. Und alle anderen sollen nichts davon hören. Nicht, weil er keinem Vertrauen in ihre Vertrauenswürdigkeit hat, sondern auch, es kann sich jemand versprechen. Es kann jemand zum Beispiel, er kann etwas ausplaudern, ohne die Absicht zu haben. Deswegen sollte man bei solchen Sachen, die mit der Sicherheit der Muslime zu tun haben, mit der Sicherheit des Islam, immer so viele einweihen, wie nur nötig. Nicht jeden einweihen. So, das ist die nächste Lehre, die wir daraus lernen. So. Dann berichtet Abu Bakr, dass ihm befohlen wurde, auszuwandern. Und Abu Bakr sagt zu ihm, Suhba, Suhba, also ich möchte dich begleiten. Und der Prophet a.s.w. gibt ihm die Erlaubnis, ihn zu begleiten. Was passiert? Abu Bakr weint vor Freude. Aisha radiallahu anha sagt, sie wusste gar nicht bis zu dieser, weil die war noch sehr jung gewesen, zu dieser Zeitpunkt, dass es Leute gibt, die wegen Freude weinen. Das hat sie noch nie erlebt gehabt. Jetzt müsst ihr euch eine Sache vorstellen. Warum weint Abu Bakr vor Freude? Abu Bakr weint vor Freude. Was ist die Hijra? Die ist gefährlich. Das ist 500 Kilometer durch die Wüste. Wer mal in Mekka und Medina gewesen ist mit dem Bus, der weiß, wie schwierig das ist. Der weiß, wie schwierig das ist. Und in der Wüste, wenn du dich verläufst, ist das dein Ende. Und die sind Leute hinterher, die dich töten wollen. Unterwegs gibt es alles Mögliche. Das ist sehr gefährlich. Es war ganz klar und deutlich,
Es war ganz klar und deutlich, dass es hier zum Tod kommen kann. Abu Bakr hat vor Freude geweint, dass er sein Leben für den Gesandten Allahs opfern darf. Und heutzutage weinen einige, wenn sie nur mit einem Windzug auf die Probe gestellt werden für die Religion Allahs und für den Gesandten Allahs. Es ist eine Ehre, für den Gesandten Allahs etwas aufzuopfern, für die Religion Allahs, für die Allah subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall. Es gab einen Plan. Der Plan war folgendes. Erstens, Ali schläft im Bett des Propheten, alayhi salatu wasalam. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Häuser waren damals nicht so gewesen wie heute. Ja, ganz dicht und ja, wie hier in Deutschland. Sondern da waren wie Zelte, Löcher drin. Und man konnte reingucken, zum Beispiel sehen, da ist einer, befindet sich einer in dem Bett, wenn man gucken wollte. Und so sollte Ali radiallahu anhu im Bett des Propheten alayhi salatu wasalam schlafen. Mit dem grünen Umhang des Propheten alayhi salatu wasalam. Sodass die draußen vor der Tür bleiben und nicht riechen, dass der Prophet schon nicht mehr da ist. Und der Prophet alayhi salatu wasalam hat zu Ali gesagt, dir wird nichts passieren. Es gibt Überlieferungen, die sagen, dass Ali gesagt hat, er hat noch nie so ruhig geschlafen wie dieser Nacht. Warum? Weil er auf Allah vertraut. Weil er vertraut, dass was der Prophet alayhi salatu wasalam sagt, die Wahrheit ist. Dann, sie entkommen in der Nacht, ja, aus der Hintertür, gehen Richtung Süden. Was haben wir eben gesagt, wo Mekka ist? Mekka ist südlich von Medina. Das heißt aber, sie gehen erstmal Richtung Süden, nicht Richtung Norden. Das heißt, die Quraysh, wenn sie wissen, der Prophet ist aus der Stadt geflohen, was werden sie machen? Sie werden sofort Richtung Norden gehen, um ihn zu kriegen. Aber der ist in die andere Richtung gegangen, da rechnet kein Mensch mit. Dann bleiben sie 3 Nächte in Jabal Uthor, in einer Höhle in Jabal Uthor. Das ist 8 Kilometer südlich von Mekka. Heutzutage ist Mekka so ausgedehnt, dass das ja nicht mehr so ist. Dass das also zu Mekka dazugehört. Dann, Abdullah ibn Abi Bakr übernachtet nachts bei ihnen, bleibt tagsüber dort, um denen nachts Nachrichten zu geben, was passiert ist. Amr ibn Fuhaira, der freigelassene Sklave von Abu Bakr, verdeckt die Spuren mit seinen Schafen oder Ziegen. Das heißt, dort, wo sie lang gehen, danach geht Amr ibn Fuhaira mit seinen Ziegen darüber, sodass die Spuren verwischt sind. Dann nutzen sie einen Mushrik, einen Nicht-Muslim, Abdullah ibn Uraykit, als Führer, als Reiseführer. Weil keiner rechnet damit, dass sie den als Reiseführer nehmen. Und Esma bin Abi Bakr bringt denen etwas zu essen. Das heißt, 9 wichtige Punkte. 9 wichtige Punkte. So, was lernen wir hierdurch? Erstmal, liebe Geschwister. Wir lernen hierdurch das richtige Verständnis von Tawakkul. Erstmal das Kamel anbinden und dann auf Allah vertrauen. Der Prophet, alayhi salatu wasalam, hat alle Sicherheitsvorkehrungen ist er durchgegangen. Und schau dir mal an, wie intelligent. Guck mal, wie intelligent. Guck mal. Was würdest du normalerweise denken, wenn du hörst, die wollen dich töten? Was wäre eigentlich die logischste Sache überhaupt? So schnell wie möglich raus aus Mekka. Tagsüber. Was würde jeder von uns machen? So, man sagt dir jetzt beispielsweise, oder man sagt jetzt jemandem, hör mal, die wollen dich töten. Was würden die meisten machen? So schnell wie möglich abhauen. Wohin? Nach Medina. So schnell wie möglich, bevor, weil du weißt, die wollen dich eigentlich töten in der Nacht. Also jetzt so schnell wie möglich weg. Ich habe 24 Stunden Zeit, Vorsprung. So schnell wie möglich weg, damit ich so viel Vorsprung habe wie möglich, damit die mich nicht einholen. Aber der Prophet, nein, der macht das nicht so. Sondern der wartet erstmal bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn töten wollen, wo die Nacht ist. Weil wäre jetzt plötzlich einfach rausgegangen, hätten die es ja mitbekommen am Tag. Ah, der will fliehen, jetzt müssen wir handeln. Aber nee, der wartet genau bis zur Zeit und dann geht er genau in die andere Richtung. In eine Höhle. So, was passiert nachts? Die sind schon etwas früher dort, als erwartet, in der Nacht. Der Prophet alayhi salatu sieht die. Jibril kommt zu ihm herab und sagt zu ihm, nehme Erde
und tu ihnen etwas von der Erde auf ihre Köpfe drauf. Ja? Gehe einfach durch ihre Mitte durch. Gehe einfach durch ihre Mitte durch. Und ihr werdet sehen, hier sind sehr viele Wunder durch den Propheten a.s.w. geschehen. Auf diese Auswanderung. Genau wie Mosa viele Wunder geschehen sind, als er aus Ägypten ausgewandert ist. Und das ist ein Grund, warum Allah nicht einfach gesagt hat, wir schicken Burak. Allah hätte auch sagen können, wir schicken Burak bei der Himmelsreise, bei der Nachtreise beziehungsweise Isra. Ist einfach Burak gekommen, ein wundersames Tier und innerhalb von einem kurzen Moment waren sie wo gewesen? In Jerusalem. Hätte er auch machen können. Okay? Aber hat er nicht gemacht. Sondern was haben sie gemacht? Sie sind ausgewandert, damit wir Lehren daraus ziehen, damit Allah seine Wunder zeigt. Die vielen Wunder und die Sicherheitsvorkehrungen, die wir hier sehen. So, auf jeden Fall, er wandert aus und er spricht dabei Verse aus Surat al-Yasin, und zwar Vers وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Wir haben vor ihnen einen Sedd gemacht, wie eine Scheidewand, und hinter ihnen, und haben ihre Augen sozusagen فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ haben ihre Augen sozusagen verhüllt, sodass sie nicht sehen können. Und er geht auch raus und die haben nichts gemerkt. Obwohl er mitten durch sie durchgegangen ist. Das ist ein Wunder. Dann kam ein Mann und sagt zu denen, was macht ihr hier? Dann sagen die, ja, wir warten auf Mohammed und so, wir wollen ihn gleich töten. Und sagt er, der ist schon durch euch durch, habt ihr nicht gemerkt, der ist schon weg hier. Der hat euch auf den Arm genommen. Und dann gucken die und sehen den Staub und die wissen gar nicht, was los ist, aber dann schauen sie irgendwie in das Haus rein und sehen in dem Bett, da liegt doch jemand in dem Bett mit dem Grünlichs und haben weiter gewartet. So. Und der Prophet a.s.w. geht in der Nacht zum Haus von Abu Bakr, dann gehen sie durch die Hintertür raus, nicht durch die Vordertür, und gehen südlich, 8 Kilometer südlich bis zu Jabal al-Thawr. Wie lange brauchst du ungefähr, um 8 Kilometer zu gehen? Ungefähr 2 Stunden. Und den Berg hoch zu gehen, brauchst du auch nochmal ungefähr 2 Stunden. Wenn der Prophet im zweiten Drittel der Nacht gegangen ist, in dem Moment, wo sie bei Fajr gemerkt haben, ey, da liegt ja Ali, war er schon ungefähr in der Höhle gewesen. Das heißt, genau abgetimt ungefähr. Wallahu alam. Es ist genau abgetimt. Die sind, jetzt haben sie es endlich kapiert und der Prophet ist schon in der Höhle. So, was passiert? Sie gehen den Berg hoch, auf den Kanten ihrer Füße gehen sie hoch. Dann, Abu Bakr will zuerst in die Höhle reingehen. Er will zuerst in die Höhle reingehen und bittet den Propheten, a.s.w. zuerst in die Höhle reingehen. Warum? Weil er den Ajr haben will. Weil er sich für den Propheten aufopfern will. Warum? Weil in der Höhle können Tiere sein. Skorpione, Schlangen etc. Und Abu Bakr macht dort mit dem Gewand, macht er einige Löcher zu von Tieren. Später ist es tatsächlich so, Abu Bakr wird von einem Tier gestochen oder gebissen. Es wird von einer Schlange gebissen. Und was macht der Prophet a.s.w.? Er spuckt auf diese Stelle drauf und es gibt einige Überlieferungen, dass das Gift wieder so rausgegangen ist. Ja? Auf jeden Fall wieder ein Wunder. Wir haben erstmal das, wie er aus dem Haus rausgeht. Dann haben wir das mit dem Gift. Okay? So, jetzt! Die Mushrikun kriegen mit, der ist nicht hier. Die rasten komplett aus. Die gehen erstmal zum Haus von Abu Bakr. Abu Jahl schlägt Esma bin Abi Bakr ins Gesicht. Ja? Und dann besetzen sie die Auswege von Mekka. Aber der ist ja schon raus. Und sie setzen 100 Kamele auf jeden Kopf. Kopf von Abu Bakr und Kopf vom Propheten a.s.w. Lebendig oder tot, 100 Kamele. Die rasten komplett aus. Die sind total außer sich. Jetzt haben sie so einen guten Plan gemacht. Und auf einmal ist er nicht mehr da.
Und jetzt versucht euch kurz in diese Lage hineinzuversetzen, liebe Geschwister. Stellt euch vor, zum Beispiel ein Kind ist verloren gegangen. Ja? Das erleben wir leider immer wieder in Deutschland, dass ein Kind weggekommen ist. Was macht man zuerst? Zuerst fängt die Suche ganz wild an. Hubschrauber, Hunde, alles kommt. Am zweiten Tag ist es wieder weniger. Am dritten Tag wird es noch weniger, weil die sagen, kann ja überall sein. Wir haben schon überall gesucht. Wo kann der sein? Wahrscheinlich ist der schon weg. Es lohnt sich nicht mehr. Bis man dann wieder irgendeine Nachricht bekommt, da und da wurde das Kind eventuell gesehen oder da und da wurde ein Kind gesehen, was so aussah. Aber versteht ihr das? Das heißt, der Prophet a.s. wusste, guck mal, so intelligent, der wusste, wenn die mitkriegen, er ist weg, die werden erstmal ausrasten, alles in Bewegung setzen. Und am zweiten Tag ist nochmal 50% der Bewegung. Und am dritten Tag, aber dann ist vorbei. Und dann zieht er los. So, wie zieht er dann los? Abdullah ibn Raikid kommt mit den Reittieren. Und sie reiten erstmal nochmal Richtung Süden. Und dann reiten sie hier an der Küste entlang den längeren und schwierigeren Weg, den nicht jeder kennt. Ja? An der Küste entlang. So. Und was ist passiert? Trotz alledem, die Mushrikun in diesen 3 Tagen, haben sie es geschafft rauszukriegen, durch die Spurensuche, dass der Prophet a.s., die sind bis an die Höhle gekommen. Bis an die Höhle. Und dann sagt Abu Bakr, wenn sie jetzt, wer schon mal an der Höhle war, wie gesagt, vom Fuß des Berges bis oben braucht man ungefähr 2, 2,5 Stunden, wer schon mal dort gewesen ist, der weiß, ja, dort, diese Höhle, die ist gar nicht so groß. Und dann sagt Abu Bakr, wenn sie jetzt zu ihren Füßen gucken, dann sehen sie uns. Und dann sagt der Prophet a.s., مَا ذَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ ثَالِثُهُمَ اللَّهُ oder مَا ذَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَ. Was ist dein Gedanke über 2, von denen Allah der Dritte ist, mit ihrer Hilfe? Das heißt, Allah wird uns helfen. Allah wird uns helfen, keine Angst, wird nichts passieren. Und das war die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und subhanallah, dieser Vers, der wird in Surah 9, Vers 40 über wird dieser Vers genannt. إِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا الثَّانِي إِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِي لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا. Wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon geholfen. Als diejenigen, die ungläubig waren, ihn einen von 2 getrieben haben. إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. Als die beiden in der Höhle waren. Als er zu seinem Gefährten sagte, La tahzan, inna Allah ma'ana. Fürchte dich nicht, Allah ist mit uns. Hier wird Abu Bakr Sahib vom Propheten a.s. genannt. Und das ist eine große Ehre. Und das ist einer der großen Beweise, dass Abu Bakr radiallahu anhu der rechtmäßige Khalif des Propheten a.s. im Koran keine Meinungsverschiedenheit hat, wer ausgewandert ist mit dem Propheten a.s. So, dann, was passiert? Sie gehen raus an der Küste entlang. Okay, hier möchte ich erstmal auf eine Sache eingehen. Wer war Ihr Reiseführer gewesen? Abdullah ibn Uraykit. Was war Abdullah ibn Uraykit? Er war ein Muschrik gewesen. Er war ein Götzendiener gewesen, er war kein Muslim gewesen. Aber er hat ihnen geholfen. Gegen wen hat er ihnen geholfen? Gegen die Kuffar. Denn es gibt hier diese Meinung, und hier gibt es dann einige Leute, die Übertriebenheit haben, beispielsweise im Takfir. Ja? Die fangen bei jeder Sache, wo du Hilfe nimmst von irgendeinem Nicht-Muslim, fangen sie sofort an zu sagen, wo ist Wala wal Bara, wo ist die Loyalität und die Lossagung für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Ich sage euch mal kurz, wir müssen uns zu den großen Gelehrten der früheren Zeit hingehen und fragen, was sie dazu sagen. Es gibt mehrere Meinungen dazu. Weil bei einer Schlacht sagte der Prophet zu einem Muschrik, der mitkommen wollte, La astaine bin Muschrik, ich suche keine Zufall beim Muschrik. Es gibt 3 Meinungen. Die Meinung von Imam Schafi ist folgende.
In kana al-kafir husnu ra'i bil muslimin wa da'at al-hajatu ila isti'ana bi usta'ina bihi wa illa fayukra. Wenn also dieser Muschrik eine gute Beziehung oder eine gute Meinung von den Muslimen hat, der steht denen nicht feindlich gegenüber, ja? Und die Haja, das heißt eine Notwendigkeit ruft dazu, du findest jetzt keinen besseren Reiseführer, dann nimmt man ihn als Hilfe. Und wenn nicht, dann ist es Makruh, Yukra, das Imam Shafi'i. Imam Ahmed und Imam Malik sagen, nein, al-Itlaq. Aber natürlich, jede Sache, die verboten wird, wird auch für eine Notwendigkeit erlaubt. Das kommt auch dazu. So, warum? Weil sie sagen, der Hadith des Propheten, der kam bei der Schlacht, kam danach und die Überlieferung ist stärker als diese Überlieferung. So. Dann gibt es die Aussage von Abu Hanifa. Abu Hanifa sagt, das ist allgemein erlaubt. Allgemein erlaubt, weil er sagt, es gab einen besonderen Grund, warum der Prophet a.s.w. keine Hilfe von diesem Muschrik bei der Schlacht genommen hat. Und das war, dass er sich erhofft hat, dass diese Person den Islam annimmt. Er hat ihn zurückgeschickt, weil er wusste, diese Person wird den Islam annehmen, wenn er zurückschickt, um mit dem Propheten zu kämpfen, a.s.w. Aber es ist hier gar keine Rede von Kufa oder Schirk. Davon ist hier gar nicht die Rede. Ja, weil hier kommen Leute, die fangen jemanden an, zum Kafir zu erklären bei einer Sache, wo es darum geht, ist das halal, ist das haram. Ich war einmal bei einem Vortrag gewesen und guck mal hier, wie die Leute arbeiten, wie der Scheitan arbeitet. Da kam dann ein Jugendlicher zu mir und sagt, Bruder, am Bahnhof haben sich Nazis getroffen und unsere Schwestern, die fahren vielleicht gleich mit der Bahn und dann stehen dort die Nazis. Was sollen wir machen? Der will jetzt gerne, dass ich sage, boah, ey Leute, die Nazis sind am Bahnhof, alle dahin, drauf. Was passiert? Dann steht am nächsten Tag, guck mal da, die bösen Muslime haben das und das gemacht. Weil, weißt du, was dann passiert? Der Shaitan kommt. Dann stehen dann irgendwelche Leute, die gar nichts mit der Sache zu tun haben und dann passiert irgendwas und irgendein schwarzes Schaf ist wieder dabei und er schlägt irgendeinen und dann heißt es, die Muslime haben was gemacht. Was ich dem gesagt habe? Dann sollen die Polizei rufen. Wer sich von euch zu Schutzherren nimmt, der ist von ihnen. Ach, das sind Nazis, das sind irgendwelche Kuffar, Bruder, das hat doch mit der Situation gar nichts zu tun. Außerdem, wenn ich dorthin gehe, bin ich nachher der Doofe. Das ist doch immer so der Fall. Das sind doch Situationen, die wir schon erlebt haben. Guck mal, und das lernen wir hier aus der Sira auch mit. Ich darf doch nicht dumm sein. Ich mache Selbstjustiz, damit ich danach im Knast lande. Und damit danach in den Zeitungen steht, die Muslime waren gewalttätig gewesen. Ich müsste doch bescheuert sein. Einmal wie dieses Hooligans gegen Salafisten war, in Köln. Nachher kam raus, der Typ, der das organisiert hat, war ein V-Mann gewesen. Warum haben die das ausgerechnet in Köln gemacht? Die haben gehofft, dass irgendwelche Typen davon bei mir zu Hause aufmarschieren. Versteht ihr das? So, das war das, was die gehofft haben. Aber, wayam Corona, wayam Corona. Wallahu khairu ma karim. Sie planen und Allah planen. Allah ist der beste Planer. Was ist passiert am Ende? Da kamen dann wieder Muslime. Wir müssen was tun. Wir müssen dahin fahren. Wir müssen agieren. Ich habe gesagt, Brüder, Schwachsinn. Wenn ihr zu einer Demonstration geht, um dagegen zu demonstrieren, seid ihr immer die Aggressionen. Lasst die alleine machen. Lasst die dort stehen. Was passiert? Kein Muslim ist dort aufgekreuzt. Am Ende haben sich die Hooligans mit den Polizisten zerschlagen. Und dann waren die Bösen. Wayam Corona, wayam Corona. Wallahu khairu makirin. Und sie planen. Und Allah plant. Und Allah ist der beste Planer. So sieht die Sache aus. Man muss nur ein bisschen nachdenken. So. Stell dir vor, jetzt die Brüder werden da hingefahren. Weißt du, was dann passiert wäre? Am Ende werden der Zeitung,
hieß es, die Hooligans sind angegriffen worden. Die werden nicht mehr als Hooligans dargestellt worden, sondern als friedliche Demonstranten, die nur gegen die Islamisierung Deutschlands demonstrieren. Aber durch diese Aktion waren die komplett weg von der Bildfläche. Die konntest du vergessen. Die galten einfach nur als Aggressoren. Die haben Polizeiauto umgeschmissen. Keiner hatte mehr Bock auf die. So. Das nur kurz dazu. Das heißt, so kam es zu der Auswanderung. Jetzt gab es noch einige Sachen, die auf dem Weg geschehen sind. Abu Bakr radiallahu anhu machte in einem Schatten an einem Stein die Stelle sauber, legte dort etwas hin, um den Propheten dort schlafen zu lassen. Als er hingegangen hat, Milch für den Propheten gesammelt. Das ist etwas, was wieder zeigt, die Stellung von Abu Bakr und seine Liebe zum Propheten, seine Liebe zur Botschaft. Zweitens, ca. 130 Kilometer von Mekka entfernt, kam der Prophet a.s.w. kamen sie bei einer Frau vorbei. Das waren Nomaden, sehr arme Leute. Und sie haben gefragt, ob die etwas zu essen hat oder etwas zu melken hat. Und ihr Mann war gerade raus mit dem Vieh, den Schafen oder Ziegen. Und dann meinte sie, sie hat nichts außer dieses alte Tier dort hinten, was keine Milch mehr gibt. Und der Prophet, hat das Tier genommen, hat gemolken, da kam immer mehr Milch raus, sodass die nachher noch Behälter voll gemacht haben. Und als ihr Mann wiedergekommen ist, hat die Milch gesehen. Woher ist die Milch? Ja, von dem Tier, was gar keine Milch gibt. Ja, dann sagt sie, hier kam ein gesegneter Mann, der hat es gemolken, es kam immer weiter Milch raus. Dann sagte er, das ist bestimmt dieser Mann von den Quraysh, über den gesagt wird, dass er ein Prophet ist. Beschreibe ihn mir. Und da hat sie ihn beschrieben und die Beschreibung von Umabat ist bis heute die beste Beschreibung des Propheten a.s. So, das war wieder ein Wunder des Propheten. Warum konnte das geschehen? Weil Burak nicht kam, sondern er diesen Weg gehen musste. Dann traf er Suraka ibn Malik. Es wurden ja 100 Kamele ausgesetzt, auf jeden. Und welche kamen zu Suraka ibn Malik und meinten, Suraka, da waren Leute, ich glaube, das ist der Prophet, sind diese Leute. Und da meinte er, nein, nein, das sind die, ich habe schon gesehen, weil er wollte selber das abkassieren. Und da hat er sich auf den Weg gemacht, ist mit seinem Pferd galoppiert. Als er näher kam, ist das Pferd gestolpert. Er konnte es gar nicht glauben, warum stolpert sein Pferd mit ihm? Er ist ein richtiger Kämpfer, ein richtiger Reiter. Sein Pferd stolpert auf einmal. Und er zieht Pfeile, ob er weiter nochmal versuchen soll. Die Pfeile sagen nein, aber er will unbedingt diese 100 Kamele, 200 Kamele haben. Und er geht nochmal drauf zu. Als er sich nähert, hört er den Koran und sein Tier, sein Reittier, geht bis zu den Knien, versinkt es in den Boden rein. Dann holt er das raus und es kommt eine Staubwolke, dass er nichts mehr sieht. Und dann fängt er an, mit dem Propheten und Abu Bakr zu reden, weil ihm wurde klar, dieser Mann ist geschützt. Dieser Mann ist geschützt. In dieser Situation gab der Prophet ihm die frohe Botschaft, dass er Surah-e Kisra bekommen wird. Das sind so wie zwei Armbänder von Kisra, wie Schmuck von ihm. Er sagt, welcher Kisra? Er sagt, Kisra von den Persern. Du musst dir vorstellen, die Araber waren damals nichts gewesen und Persien war die absolute Weltmacht. Das ist so, als wenn du sagen würdest, Liechtenstein erobert United States of America. So ungefähr war das. Ja, das war unvorstellbar. Und er hat ihnen das schriftlich gegeben und dann später, als die Muslime Persien erobert haben, hat er das abgegeben vom Propheten, also was dort geschrieben wurde, und hat er diese Armbänder bekommen. Das sind wieder zwei Wunder. Erstmal, dass das Tier in den Boden versinkt. Wann hast du das mal gehört, dass ein Tier bis in den Boden versinkt? Zweitens, diese Voraussage. Dann hat er Buraida bin Husayb getroffen. Der kam mit 70 oder 80 Leuten. Die wollten den Propheten fangen. Der Prophet hat ihn überzeugt, die haben alle den Islam angenommen. Alhamdulillah. Nächste Wunder. Leute kommen, um dich zu töten und du redest mit denen, nehmen alle den Islam an. Ja? So. Dann am 8. Rabi al-Awwal, der 23. September 622, kamen sie in Quba an. So, eine Frage möchte ich hier noch beantworten. Ich habe schon die Frage beantwortet, warum der Prophet a.s. nicht direkt einfach zum Beispiel mit Burak
vom Prophet von Allah mit einem großen Wunder nach Medina gebracht wurde. Wir haben gesagt, dadurch lernen wir sehr viele Lehren auf dieser Reise. Und es gab viele Wunder, die jeder miterleben konnte. Und es haben Leute den Islam angenommen. Das heißt, der schwierigere Weg ist manchmal der bessere Weg. Die zweite Frage ist aber folgende. Warum ist der Prophet a.s.w. nicht alleine ausgewandert? Guck mal, wenn ich mich verstecken will vor einem Feind, es ist immer besser für mich, alleine zu sein. Zu zweit wirst du eher erwischt als zu dritt. Aber was ist der größte Grund dafür? Es ist, damit er mit Abu Bakr auswandert. Das ist die Weisheit dahinter. Versteht ihr? Er ist mit Abu Bakr ausgewandert. Abu Bakr ist sein Zeichen. Das ist etwas, womit Allah Abu Bakr geehrt hat und womit Abu Bakr seine Opferbereitschaft gezeigt hat. All das hätten wir nicht gelernt, wenn der Prophet a.s.w. einfach gesagt hätte, ich wandere alleine aus. Aber Abu Bakr ist sogar auf dem Weg in die Höhle zuerst reingegangen, ist gestochen worden, als er gebissen wurde und kam vor Schmerzen seine Tränen aus den Augen. Und er wollte nicht, dass die Tränen runterkommen. Es sind auf den Propheten drauf. Und der Prophet a.s.w. wurde wach. Diese Liebe von Abu Bakr zum Propheten. Und auf dem Weg, als sie gegangen sind, ist Abu Bakr einmal vor ihm gegangen, einmal hinter ihm, einmal neben ihm. Und Suraka bin Malik hat auch überliefert, Muhammad a.s.w. war einfach nur Koran am Rezitieren. Und Abu Bakr war sich immer am Umdrehen und immer am Gucken, wach am Halten. Und es wird überliefert, er ist einmal vorne gegangen, einmal rechts, einmal hinter ihm, einmal links. Und der Prophet a.s.w. hat ihn gefragt, warum bewegst du dich einmal vorne, einmal rechts, einmal links, einmal hinter mir? Und da sagte er, ich denke darüber nach, dass der Feind eventuell von vorne kommt, dann stehe ich vor dir. Ich denke darüber, vielleicht kommt er von hinten, dann stehe ich hinter dir. Ich denke, er kommt vielleicht von rechts, dann stehe ich auf deiner rechten Seite. Ich denke, er kommt vielleicht von links, dann stehe ich auf deiner linken Seite. Und so müssen wir heute sein mit der Botschaft des Propheten a.s.w. Auch wenn wir den Propheten nicht verteidigen können mit unserem Körper, so können wir ihn verteidigen mit unseren Argumenten und die Sira von ihm richtig lernen. Das ist das, was wir alles daraus lernen. Und den Fadl, die Huld von Abu Bakr über die Sahaba, dass er hier ausgewählt wurde. Und das ist übrigens die Überlieferung, die die Schiiten am meisten verabscheuen. Dass Abu Bakr hier ausgewählt wurde. Obwohl Ali radiallahu anhu auch einen großen Anteil daran hat, weil er hat in dem Bett geschlafen. Ohne Furcht. Deswegen, das sind die Weisheiten dahinter. Alhamdulillah. Alles, was richtig war, war von Allah. Und alles, was falsch war, war von meiner eigenen Seele und vom Shaitan. Möge Allah uns Nutzen geben in dem, was wir gelernt haben. Jazakum Allah khairan, liebe Geschwister. Subhanak Allah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أمست معالي النصر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساقعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيب بكم بثباتي.